So, bin gestartet. Zweitagestour oberhalb von Molis. Es ist absolutes Traumwetter. Wir haben der Ray und ich wieder gut 30 km vor uns. 2700 Höhenmeter. Heute machen wir ein weiss-blaues Abschnitt. Und das Ziel ist, dass wir irgendwie nach 20 km auf etwa 2100 Meter Höhe bei zwei Seelen können übernachten. Ja, jetzt wird es anspruchsvolles Gelände zum Wandern. Uf, senke ich das Loch drauf. Ray, komm! So, jetzt sind wir hier kurz vor dem Nürenkamm. Da haben wir gerade ein relativ anspruchsvolles Stück hinter uns. Ray und ich mussten dort. Ich habe an der Kette und er in meiner anderen Hand, also in der einen Hand habe ich die Kette gehabt, die andere der Ray, und dann sind wir da drauf gekraxelt. Ja, die letzten 200 Höhenmeter hoffen wir nicht, dass es nochmal so schwierig wird. Das ist anstrengend, auch für den Nerven. Ich bin jetzt auf dem letzten Climb am Tag. Es ist noch ein bisschen unsicher, wie weit ich hier komme. Es ist ein bisschen wenig Wasser auf dem Trail. Es ist ein bisschen mühsam. Aber es ist einfach absolut traumhafte Bedingungen zum Wandern. So, jetzt sind wir am Campplatz angekommen. Es war 20:05 Uhr, super Tour. Also jetzt nicht weiter provozieren, es ist so mega schön. Schönes Bächle, frisches Wasser, das Zelt ist aufgestellt. Nachtessen. Abstock kommt näher. Mal schauen, ob wir den heute noch besteigen. Dort, durch das Kamin, sind wir auf der vorne Abstock oben, die Schlüsselstelle. Da sind wir hochgekommen und wieder runter. Sind wir dann bald beim Auto angekommen. Heute nicht mehr ganz so viel.
sind wir noch 3,5 Stunden am Laufen. Und, ja, 2 Meter sind wir auch nicht, fast 15 Kilometer gemacht. Ah, erschöpft, aber happy, dass wir bald wieder hier sind.